So, ich wollte jetzt noch, bevor wir an die Träufelbehandlung gehen, das Mischen der Oxalsäure für diese Träufelbehandlung zeigen. Ich verwende immer hier den 275 Gramm Behälter. Da ist es jetzt ganz einfach. Für die 275 Gramm benötige ich 275 Gramm normalen Industriezucker, Haushaltszucker. Und man sieht hier auch diese LOT-Nummer, die hier jetzt die 637, das sollte man sich immer noch mit vermerken. Das ist wichtig für die Eintragung im Behandlungsbuch. Wenn ich eintrage, wie viele Völker ich mit dieser Träufelbehandlung behandelt habe, dann gebe ich hier immer noch diese Losnummer mit dazu an. Beginnen wir mit dem Öffnen. Die haben immer hier so eine Siegel, so einen Siegelverschluss. Ich mache das immer mit so einem Cuttermesser. Funktioniert ganz gut, muss aufpassen. Manchmal ein bisschen knifflig und schneidet sich dann auch relativ schnell mal gern den Finger. Schneidet es hier also so am Rande mal an. Diese kleine Überstände weg. Das Anmischen mache ich immer mindestens einen Tag vorher, damit sich der Haushaltszucker auch wirklich komplett auflöst. Also nicht dran denken oder meinen, oh, heute Morgen will ich die, oder in der Früh, ich will die Völker behandeln, ich mische mir noch kurz was an. Ist die Gefahr, dass sich der Zucker eben halt nicht sauber auflöst. Ziemlich hoch. Ich habe jetzt hier meinen fertig abgewogenen Zucker. Lass den jetzt hier reinrieseln. So wenig wie möglich. Verschütten. Reinkommt. Voilà. Dann den Deckel wieder nehmen. Paar Überstände noch. Dass wir so einen Zucker wieder wegmachen. Schauen, dass er richtig fest verschlossen ist. Und dann das Ganze einfach ein bisschen aufschütteln. Das Ganze wiederhole ich dann auch immer wieder mal. Bis kurz davor, also bis man dann zu der Bienen geht. Ja. Also, es muss wirklich alles komplett aufgelöst sein. Kann ja dann das Ganze abstellen. Immer wieder dann mal nachschauen, ob wirklich sich das auflöst und ob alles aufgelöst ist. Das Ganze am besten bei Raumtemperatur dann lagern, bis man an den Bienenstand geht. Ja, wenn man das einbringt ins Bienenvolk oder die Wintertraube beträufelt, sollte das Ganze so noch um Raumtemperatur haben. Wird vielleicht nicht immer machbar sein. Es sollte aber nicht so sein, dass man das Ganze dann, wenn wir das Ganze ja machen, haben wir an die 0 Grad bis maximal plus 5 Grad, halt nicht länger draußen stehen, so dass man mit dieser kalten Lösung die Bienentraube beträufelt. Ja, also schauen, so warm wie möglich halten.
Wir helfen uns damit immer, dass wir so eine Kühlbox nehmen. Und in der Kühlbox haben wir dann noch eine warme Flasche, die wir dann halt zu Hause befüllen mit heißem Wasser und das Ganze dann hier in der Kühlbox haben und so dann zum Bienenstand fahren, ja, also dass das Ganze immer warm bleibt. Ja. Zum Aufträufeln, wie es in den meisten Videos gezeigt wird, hilft, kann man das mittels so einer großen Kanüle machen, die man aufzieht, 30 bis 50 Milliliter je Volk. Wir haben uns mal, weil wir doch mehrere Völker jetzt haben und auch mehrere Standorte, uns so ein Dosiergerät gegönnt. Da kann ich also hier, sieht man das? Ich kann hier also einstellen über das Zahnrädchen, wie viel Milliliter Hub ich dann pro Wabengasse aufträufeln möchte. Und immer wenn ich den Abzug einmal komplett durchbetätige, schiebt es eben halt die eingestellte Menge durch die Kanüle und geht auch wieder zurück, sodass immer meine 2 bis 3 Milliliter oder wie viel auch immer, es geht bis 5, dann im Bienenvolk habe. Hier gibt es dazu diese Kanüle, um das Ganze eben dann halt auch richtig einzubringen. Und eingeschraubt und so kann ich eben halt wirklich prima durch die Wabengassen fahren. Der Vorteil ist bei dem System, dass ich eben halt, wenn ich hier jetzt meinen vollen Behälter habe, das einfach aufschrauben kann, den Behälter, und kann jetzt aus dem Behälter direkt quasi ein Volk nach dem anderen bearbeiten. Ich muss also nicht wie bei der Spritze immer wieder alles aufziehen, sondern ich kann hier, bis der Behälter leer ist, von Volk zu Volk gehen. Bietet sich an, wenn man mehrere Völker hat. Wenn ich jetzt bloß 3, 4 oder 5 Völker habe, bin ich mit der Spritze, mit der Kanüle wahrscheinlich schneller, bevor ich hier die ganze Apparatur aufbaue. Genau. Infos gibt es noch immer an jedem Behälter. Auf dem Etikett, also wenn man das jetzt hier angeklebt zur Seite klappt, dann ist auch hier nochmal genau beschrieben, wie das Mischungsverhältnis ist mit dem Zucker. Einmal für die Träufelbehandlung, dann, ja, die haben hier auch für die Sommerbehandlung die Infos dabei und natürlich die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die man draußen dann am Bienenstock, wenn man die Wintertraube beträufelt, einhalten sollte. Genau, das ist das Ganze. Wie man das macht vor Ort, gibt es auch bei mir auf dem YouTube-Kanal in einem anderen Video. Bis dann und gutes Gelingen. Tschüss.